Und herzlich willkommen zur Folge 22 müsste es sein. Und ja, wieder mit dabei der Frank, Landwirtschaftssimulator 2015 auf der Map Eppingen Riechen. Und ja, wir haben jetzt unsere Arbeitszeit am gestrigen Tag überschritten, beendet. Und ja, wir sind jetzt wieder an einem neuen Arbeitstag, am zweiten inzwischen schon. Und ja, 7.07 Uhr haben wir, 7 Uhr ist unser Arbeitsbeginn. Und nachts bis 22 Uhr. Außer in der Ernte, da geht es natürlich auch mal länger, je nachdem. Und ja, genau. So, und heute ist angesagt, dass wir Kartoffeln, also heute werden Kartoffeln geerntet. Und ja, ich denke, ich kann euch jetzt mal noch ganz kurz zeigen, wie das Rapsfeld aussieht inzwischen. Hier liegt immer noch der Ballen rum. Hier ist das Rapsfeld. Inzwischen schon gewachsen in der Nacht und wir haben einiges an Geld bekommen durch die Bioraffinerie und so weiter. Und ja. So ist das. Und ich hätte gesagt, wir können jetzt theoretisch schon mal direkt den, du kannst, wenn du möchtest, kannst du schon mal den Kartoffelernter bestellen, dass der hier gleich kommt. Kannst du schon mal bestellen. So. 2 Stunden reichen. Den kannst du schon mal bestellen, wie gesagt. Und wir gucken uns mal noch das Rapsfeld außenrum an. Hier gab es irgendwie so Probleme. Und hier hinten müsste es gewesen sein. Auch nochmal, ich weiß gerade gar nicht. Ja, hier noch so ein bisschen. Und hier. Aber. Wie gesagt, es kam wahrscheinlich von den Reifen, ich bin mir jetzt sicher, was das ist. Aber wie gesagt. Ah, perfekt, okay. Gut, dann schauen wir mal. Wie gesagt, wir haben das fertig gemacht, aber nur das Feld hier, weil mehr war dann nicht mehr Zeit am gestrigen Arbeitstag und von dem her, ja. Haben wir nur noch das Feld gemacht und jetzt geht's ans Kartoffelernten. Wir müssen ja Kartoffeln ernten. Der Frank wird uns wahrscheinlich abfahren und wir haben 50.000 haben wir verdient. Ist auf jeden Fall einiges. So, dann starten wir das Teil hier mal und schauen mal, ob es läuft. Hatten wir schon mal gemietet, allerdings auf als Fehler sozusagen. Also das war etwas dumm damals, weil wir haben ja wie gesagt, die Kartoffeln waren nicht reif. Ja, genau. So. Fahren wir da mal hin zu den Kartoffeln. Ich weiß nicht, was ich gerade eben noch sagen wollte. Irgendwas wollte ich noch sagen, das weiß ich noch. Irgendwas, keine Ahnung. Ach, genau, das Sehen werden wir aber nicht im Video fertig machen, sondern wir werden das im, Offline-Mode fertig machen, allerdings jetzt nicht, also wir, ja, nicht jetzt sozusagen, sondern erst dann, wenn die Kartoffeln weg sind, weil die müssen ja jetzt erst einmal weg, weil wir es gemietet haben und dann werden wir es im Offline-Mode fertig machen. Und ja, das wird dann so laufen. So. So. Sowas wie ein Schongang gibt's ja hier nicht. So, dann müssen wir jetzt erst einmal GPS anschalten. Genau, ich wollte noch sagen, am Ende des Videos gibt es wieder Clips, wie immer, vom Sehen noch ein wenig, habe ich da noch ein bisschen was aufgenommen. Und ja, das gibt es dann noch und das war es dann eigentlich, was ich sagen wollte. Jetzt geht's an die Arbeit. A, B und dann los. Wie viel km/h kann man da machen? Was schätzt du? Das kann ich ausmachen. So. 7, 8 oder mehr. Was denkst du? Ja, wir können uns einen Dampfstahl leisten, stimmt. Wenn du möchtest, kannst du den bestellen. Okay, dann fahre ich mal mit 7, 8. Wenn du möchtest, kannst du den bestellen, dann liefern die uns dann vielleicht schon dann heute noch. Ja, den teuren Kärcher.
So. Wir werden 2 Folgen Kartoffeln ernten. So viel kann ich euch sagen. Den Rest dann auch im Offline-Modus machen. Oh, jetzt sehe ich, dass das Kartoffelfeld relativ groß ist. Ich weiß nicht, ob wir das in 2 Stunden fertigen. Naja, doch, dürfte theoretisch klappen. Und wenn nicht, dann machen wir es halt einfach so, dass wir noch 1 Stunde überziehen. Müssen wir dann. So. Es sollen demnächst auch Mängele auf den Markt kommen, bei Raiffeisen habe ich gehört. Also bei unserem Shop sozusagen, die wollen da irgendwas bringen. Habe ich gehört. So. Ich weiß nicht, ob das schon so offiziell, also offiziell ist noch nicht, aber das habe ich von einem Mitarbeiter da mitbekommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt, ob das jetzt, also es ist nicht so ganz sicher, aber ja. Ah ja, die Bach hat wieder Wasser. Anscheinend hat es wieder geregnet. In der Nacht. Nee, ich weiß nicht. Ja, wie gesagt, also das wäre natürlich nicht schlecht, wenn es Mängel geben würde. Wir überlegen ja aktuell eh Fortuna uns zu kaufen. Oder sowas. Aber erst einmal ist jetzt der Darmstadt dran, dann waren wir, Mengele? Hä, wie meinst du das jetzt? Das schreibt man doch so, oder? Oh, ich habe gerade irgendwie wieder ein Tastaturproblem. Das hat anstatt Fragezeichen. Ach so, Mangel meinst du? Ja, genau. Meine Tastatur hat gerade irgendwie wieder so ein Ding. So ein Problem da, dass es irgendwie anstatt Fragezeichen so einen komischen Strich schreibt. Das habe ich oft öfter. Oh shit. Oh, ich habe die Kartoffeln zerschüttet. Das war jetzt nicht meine Absicht. Oh, ich habe da jetzt gar nicht dran gedacht. Okay, da müssen wir aufpassen. Eindeutig. Du kannst schon theoretisch demnächst schon mal abtanken kommen, weil ich bin gleich voll. Ich weiß, dass da Kartoffeln stehen an der Seite. Ich habe ja GPS aktiviert, da fahre ich später nochmal drüber. Also an der Seite, da fahre ich später nochmal dran. Das ist ein Streifen da an der Seite. Wenn du das meinst. Ich habe erst einmal eine gerade Spur mit GPS durchgezogen. Genau, wir waren noch mal überlegen. Es gibt so ein Kälber, so eine Kälberbox kann man sich kaufen und da werden dann Kälber gezüchtet für den Stall und so. Und da sind wir am überlegen, ob wir uns nicht das kaufen sollen. Wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich wird es geben. Das werdet ihr dann wahrscheinlich im nächsten Video sogar schon erfahren, ob wir uns das zugelegt haben. Das haben wir dann nämlich schon bestellt im Offline-Modus. Und ja. So. Gut. Ich denke mal, dass das mit der Zeit eng wird, aber schauen wir mal. Bin jetzt auf jeden Fall gleich dann voll und muss dann irgendwie zur Seite fahren, weil ich glaube, anders kann ich schnell abtanken. Ja, jetzt bin ich voll. Muss irgendwie so. Ja gut, oder machen wir es einfach so. Aktuell ist es noch so ein kleines Problem. Ach so, ja, ich muss ja erst einen Moment. La, so, warte, genau so ging das. So.
Ich fahre gleich an der Seite da entlang, so dass das dann weg ist, also dass das sauber ist. Dann kann man nämlich ordentlich abtanken. Gut. Leer. So. Dann geht es jetzt weiter, ja? Gleich haben wir dann nämlich ein wenig mehr Platz, sobald es sauber ist. Was geht jetzt ab? Keine Ahnung, was das jetzt war. Ah, okay, das hat irgendwie rübergezogen, okay. So. Na gut. Ein Grimme Tektron ist es übrigens, mit dem wir ernten. Tektron 415, ich sehe. So. Ah, okay, du fährst jetzt schon. Achso, du fährst unten hin, oder wie? Ich weiß nicht. So. Okay. Dann fahre ich jetzt mal so hier. So. Dann mache ich das nämlich sauber hier. Wenn du willst, kann ich schon mal drunter fahren, ja. Auch wenn ich nicht viel drin habe. So. Bin leer, also muss wieder ein bisschen warten, wenn du voll sein willst. So. Wie viel fehlen dir noch ungefähr? So. Ah, okay, gut, dann. So viel wird's, glaube ich, bei der Spur nicht mehr. So. Jetzt sind wir gleich durch bei der Spur, dann haben wir eigentlich auch schon ein wenig sauberer, also dann haben wir es wenigstens ein wenig sauber gemacht, so dass man ordentlich abtanken kann. Ich muss gerade mal überlegen, wie viele Minuten wir gerade haben. Haben wir jetzt schon, ja, ich schätze mal 14 Minuten, also. Die Folge wird ja, wie gesagt, wieder etwas länger gehen wegen den Ausschnitten am Ende. So. Es kommen aber jetzt nur die Ausschnitte von dem Rapsfeld da unten. Das ist nicht so viel. Das ist eine Minute oder so, oder nicht mal, glaube ich. So. Perfekt. So.
Jetzt habe ich 6.300, jetzt kann ich mich abhören, ja. So. Ist sie voll? Okay. So. Okay. Richtig schöne Aussicht auch von hier. Man muss sich das mal vorstellen, wenn die Map später noch weiter ist. Vor allem bei Folge 25, okay, da sieht man jetzt dahin, wo wir jetzt gerade hingucken, wahrscheinlich nicht so großartig viel. Aber dahin, wenn ich mal dahin hier so, in die Richtung kommen, glaube ich, da das Zeug, wo das Update. Also, das Update tut sozusagen da einiges verändern. In der Region da hinten. Also auch nicht so weit jetzt, aber halt, da kommen Wiesen dazu, genau. Das hatte ich aber jetzt angekündigt. Aber mehr sage ich jetzt mal nicht. Das kommt auch ein wenig anders. Also, die Landschaft wird natürlich dadurch auch schöner und so. Und, ja, aber wenn man sich das mal so anguckt, das ist eine richtig schöne Aussicht hier und alles. Hier nebendran direkt die Hauptstraße. Wenn dann später da mal noch Autos fahren. Falls welche fahren, wahrscheinlich schon. Wir wollen ja mit Verkehr machen, denke ich mal. Das dürfte ja normalerweise möglich sein. Auch mit bestimmtem Verkehr, nicht nur mit Autos. Oder? Ist es nicht möglich? Doch, das müsste auch möglich sein. Im Multiplayer gibt es ja auch Verkehr. Man kann es doch aus. Aber man kann es auch einstellen, ne? Nett, okay, ja, dann gibt es eben keinen Verkehr. Aber ist ja kein Problem. Aber trotzdem, man muss sich mal die Aussicht angucken. Richtig cool auf jeden Fall, ja. So. Jo, macht ja nichts. Aber trotzdem, ist richtig cool. Also ich freue mich schon richtig, wenn es vor allem auch auf das Update dann und auch noch auf die nächsten Updates dann, die kommen werden. Allgemein auf das weitere hier. So, gut. Dann schauen wir mal hier. So. Jetzt müssen wir eben so hinfahren, aber wir können ja dann zur Seite fahren, sodass er uns abtanken kann, sobald er wieder da ist. Falls ich noch nicht gesagt habe, ich bin mir nicht mehr sicher, auf jeden Fall zwei Folgen hintereinander, ich glaube, ich habe es schon gesagt, werden Kartoffeln geerntet und anschließend den Rest im Offline-Modus. So. Was auch immer hier los ist, okay. Jetzt ist der gerade voll weggerutscht. Ich habe keine Ahnung warum. Da muss ich gleich aufpassen. Okay. Wow, okay, das gibt, glaube ich, Probleme hier. Na gut. Da muss ich hochziehen irgendwie. Jetzt habe ich sie überstanden, gut. Kann ich GPS wieder aktivieren? Hier gibt es so ein Problem, da rutscht man richtig, da rutscht man aber richtig. Ja. Das sieht man auch richtig, wie der Reifensporn jetzt in den Kartoffeln drin sind. Da bin ich gerade richtig weggerutscht. So. Okay, da kommt man natürlich ran, ja gut, das ist zur Not einfach abhängen oder so, ich weiß nicht.
Okay. Es war gerade auf jeden Fall relativ komisch. Hoffentlich klappt es dann, wenn wir wieder runterfahren, dass wir da oder wieder hochfahren beim nächsten Mal, dass wir dann wieder wegrutschen. Sollte ich, ja, du kannst ja den Schlepper nehmen und den Frontrader wegfahren. Bin jetzt leider voll, da muss ich jetzt mal hier raus, so. Fahr mal so hin. Mach ich mal einen Motor aus. Jetzt bin ich hier. Soll ich den Frontlader wegfahren? Ich bin jetzt hier im Schlepper drin. Soll ich den mal kurz wegfahren? Ja, gut, okay, dann jetzt. So, dann nehme ich den Hänger hier. Ach so, du hast mich abgetankt. Okay, du kommst schon hier ab. Danke. Ich wollte gerade den Schlepper holen. Okay, gut. So, dann perfekt. Dankeschön. Und sobald wir abgetankt sind, beenden wir die Folge auch, weil da kommen noch Ausschnitte und dann wird es zu lang. Ich glaube, wir sind schon über 20 Minuten jetzt. Von dem her. So. Na gut. Fahren wir nochmal zurück. Ah, ich muss zurück, genau. Dein Hänger ist voll. Nur so. Und der Motor ist noch an. So. Sollte ich den Motor vielleicht ausmachen? So. Ach so. Ja, gut. Na gut, aber du fährst ja nicht mit dem, oder? Ich meine jetzt bei dem, wo nur ein Hänger. Ach so, okay. Ja gut, dann kann ich anlassen. Ja. Okay. So, jetzt drehen wir noch einmal und dann beenden wir die Folge, wie gesagt. So. Mit dem kann man richtig schön drehen, das gefällt mir. So. Und dann war's das an dieser Stelle auch schon. Motor aus, Handbremse rein. Und dann sehen wir uns wieder in Folge 23, beziehungsweise in der nächsten Folge. Ich weiß gerade gar nicht, ob das war Folge 22. Ich müsste es nochmal sein. Aber wie gesagt, ciao und bis dann.